Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corbon Nations of the Ultra Core. Schön, dass ihr wieder einschaltet, Leute. So, ich würde heute gerne nochmal eine Folge Eisen sammeln und ja, einfach nochmal schauen, was es so gibt, aber vor allem halt Eisen, damit wir die eine Kiste nochmal voll bekommen. Genau, so allmählich. Das dauert ja auch noch lange, bis wir die voll bekommen. Ja, Eisen ist ja so sporadisch ein bisschen auf der Karte verteilt. Okay, da haben wir halt leider nichts. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt... Doch, wir gehen wieder runter. In den Wald vom Friedhof. Und dann schauen wir mal eher so die Kartenmitte ab. Da ist ja auch immer wieder Eisen. Genau, einfach so ein paar Erze abgreifen. Genau, so der Plan heute. Ach, ich habe aber wieder so richtig Lust zum Aufnehmen, zum Corbon spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon 2 Tage keinen Corbon mehr aufgenommen. Heute erst Sims aufgenommen. Und ja, immer wieder mal Palworld. Das, ja, muss ich sagen, das kommt so semi-gut an bei euch. Also, ja, die Aufrufe, die Erkundungsfolgen, ja, habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Denn einfach nur erkunden, das ist vielleicht doch nicht jedermanns Sache. Und ja, mit meiner Art... mit meinem, ja, wie ich das halt spiele, das ist vielleicht nicht für jeden was. Aber ist okay. Ich habe Spaß am Aufnehmen und am Spiel generell und ich habe auch schon echt sehr viel erreicht. Wieso ist denn hier kein Eisen dran? Mano. Ich habe jetzt auch schon einige Legendaries gefarmt in Palworld. Heute erst die Bazooka und vor kurzem das Sturmgewehr. Genau. Und jetzt bin ich noch an der Pistole dran momentan. Da habe ich heute kein Glück gehabt. Aber okay. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir Corbon und Palworld jetzt so im Wechsel machen. Kein Pilz. Ja, die Corbon-Spieler wird das wahrscheinlich nicht so freuen. Oder die Corbon-Zuschauer. Aber es, ihr wisst ja eh, tja, mit dem, was wir halt zu tun haben. Oder halt eben leider nicht zu tun haben. Auch kein Eisen, oh Mann, ey. So, und hier? Auch nicht. Ah, das ist ja traurig. Hm, naja, okay. Moment, irgendwo war hier, glaube ich, nochmal Schwefel, den könnte man noch mitnehmen. Ah, hallo, Hardwoodbaum. Ach so, der Bärchi. Ach, scheiße. Bärchi, mach keinen Quatsch. Ich will dich nicht hauen. Moment. Ich spiele natürlich weiterhin friedlich. So, okay. Danke. Ich bin schon weg. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, jemanden zu finden, der wirklich keine Tiere umhauen möchte, das musst du erst einmal finden. Moment, wie sind wir da hoch irgendwo? Nehmen wir mal die Spitzhacke, vielleicht ist hier noch was dran? Oder waren wir bei dem... Ah, ne, hier waren wir noch nicht. Okay, alles klar. Sehr schön, da haben wir wenigstens hier noch ein bisschen Eisen. Ja, also so militant pazifistisch, würde ich das schon fast sagen. Moment, wir haben, glaube ich, Schmarrn. Was ist das hier? Ungewöhnliche geschmiedete Stiefel, die kennen wir natürlich schon. Kann Rimnir schon herstellen, er kann ja auch schon blaue herstellen. Von der Art. Okay, brauchen wir nicht. So, erstmal einen Schluck Kapo nehmen. Ich merke schon wieder, wie der Hals kratzt. Und die Husterei wollen wir ja natürlich alle nicht. Ja. Da kann ich halt leider auch nichts machen. Ich meine, Rauchen aufhören. Haha. So schnell ist das leider nicht passiert. Ach, ist schön, da haben wir auch nochmal einen Baum. Ja, klasse, genau. Die können wir auch noch mitnehmen. Kernholzbaum. Gut. Schön. Und es wird dunkel langsam. Ach, Leute, wie geht's euch denn so? Erzählt mal ein bisschen. Also mir persönlich, mir geht's richtig super momentan. Es liegt auch vor allem an den Spielen, die ich momentan spiele und an den Sachen, die ich schaue. Also ich schaue auch gerade viele Videos zu Palworld
Und dadurch, dass ich jetzt doch einige Sachen erreicht habe in dem Spiel, habe ich dann auch noch mehr Motivation. Und ja, die Projekte werden gut angenommen von euch. Das freut mich auch immer so extrem. Also ich habe mal gesagt, ich kann das wirklich nicht empfinden. Und das ist schon wirklich speziell, sage ich mal, wie meine Gefühle funktionieren. Also über die Legendary in Palworld habe ich mich jetzt nicht freuen können. Das habe ich einfach nicht gefühlt. Es ist irgendwie, meine Gefühlswelt ist halt ziemlich kaputt durch die Depression. Aber über Kommentare zum Beispiel freue ich mich immer immens. Das kann ich sogar empfinden. Und das ist für mich schon wirklich was Besonderes. Wenn man sein ganzes Leben oder sein halbes Leben damit verbringt, dass man nur noch die halben Gefühlsregungen wie normale Menschen empfinden kann, da ist es schon wirklich mal was Schönes, wenn mal Gefühle wieder da sind. So, Moment, wo wollen wir denn hin? Genau, hier müssen wir lang, in den Wald. Oder eher auf den Feldern. Genau. Heben wir uns den Wald für den Tag auf, würde ich sagen. Auf den Feldern. Oh. Jetzt kommen wir da irgendwo rauf. Schauen wir mal. Ist das hoch? Kommst du? Ja, super, Renia. Du bist ja auch eine kleine Bergziege mittlerweile. Und dann schauen wir mal ein bisschen auf den Feldern, ob wir da so Eisensteine bekommen. Oder entdecken, meine ich. Dabei können wir noch ein bisschen Dings holen, Mondstein. Wenn wir da was sehen. Hallo Ziggy. Schön, dass es euch gibt. Also zumindest die lieben Versionen davon. Da hinten wäre auch nochmal Mondstein. Den könnten wir uns auch nochmal schnappen. Und das Glühwürmchen holen wir uns auch noch. Ah, Sporen. Sehr gut. Hallo? Ja, ich verdrück mich jetzt immer noch. Also, das müssten wir auch bitte verzeihen. Bitte, nicht F. Es ist halt wirklich so, wenn man mehrere Spiele spielt und die Tasten so ein bisschen anders sind. Moment, haben wir hier zufällig Getreide irgendwo? Sehe ich jetzt nicht, aber ist jetzt. Na, warte mal. Ne, hier liegt nichts, aber dann schnappt uns den Pilz. So, E. Okay, und hier hinten. Warte mal, wir sind jetzt hier. Also ich glaube, dann gibt es hier diese zwei Getreidebüschel, oder? Oder auch nicht. War doch mal eine. E drücken, Remia, nicht F, bitte. Ja, ich habe es mir auch schon mal umbelegt, aber irgendwie dann, funktioniert das nicht ganz hier. Ich habe das ja schon mal versucht, ich glaube auch in einer der Folgen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Mit der Steuerung, okay. So. Getreide nochmal zufällig. Ach, ist egal, komm. Wir sind ja jetzt nicht wegen Getreide hier. Da hinten sehe ich. Ach, das ist der Mondstein. Da unten. Ih, das ist ein Arsch. Arschziege. Genau, aber wir wollten jetzt nochmal nach den Steinen Ausschau halten. Ja gut, diese Brocken hier bringen nichts. Da hinten sehe ich irgendwas leuchtend. Das könnte der Duke-Set gewesen sein. Oder einfach nur Flachs. Schauen wir mal, was ist das hier? Ach nee, Wasser. Ah, okay. Das Leuchtwasser. Wer kennt es nicht? Okay, dann schauen wir mal da lang. Was es hier so gibt. Genau, jetzt sind wir in dem Endgebiet, wo da diese Villa ist, diese Hacienda oder Finca, wie auch immer man das nennen mag. Ja, ich glaube eher eine Finca. Oh, schön. So, danke fürs Zeigen, Ziggis. Ach, hier haben wir nochmal Mondstein. Und hier ist Getreide, obwohl man das echt nicht gut sieht in der Dunkelheit. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich irgendwie Lust habe auf so gemischt Sammelkram. Also solche Folgen,
keine Ahnung, wo man nachts jetzt Mondstein sammeln, tagsüber Eisen. Genau. Da habe ich irgendwie total Lust drauf. Nicht effizient, aber mir macht es momentan ziemlich Spaß. Also einfach, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen ohne Ziel an die Sache rangehen. Schon ein grobes Ziel zu haben, ja, aber nicht ein Muss. Ziggy, warte mal, ich nehme dir mal die Glühwürmchen weg, dass du vorbeikommst. Genau, ich bin natürlich immer noch lieb zu den Ziggis. Zu den Einhörnern eher nicht. Da rennen wir mal weg. Ja, und ich merke halt auch schon, wie sich... Na, hau ab. Wie sich so meine... wie nenne ich das jetzt? wie ich durch Palworld noch ein bisschen anders drauf bin. Also noch ein bisschen positiver. Also allein die ganzen Smileys zu sehen, das ganze Lächeln von Tieren, die man streichelt oder wenn die was geschafft haben beim Bauen, das ist so herzallerliebst und das berührt meine Seele einfach. Das ist, ich bin so ein Mensch, der kann sich über solche Sachen sowas von freuen und ich mag es einfach, wenn es Tieren gut geht. Warte mal, kriegen wir dich noch? Nein! Jetzt halt mit deinem Busch fest. Kriege ich dich noch? Jawohl, kriegen wir noch. Aber okay, ist nur ein normales Glühwürmchen gewesen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, im Wald. Genau, da wollten wir ja sowieso hin. Da könnten wir die ganzen Gebiete nochmal abschauen. Und da gab es ja auch noch Eisenvorkommen. Die könnten wir mal machen. Okay, da sind die Bärchis wieder wahrscheinlich. Genau. Oh, hallo. Ja, okay. Die beachten uns nicht wirklich. Ist ja auch ganz gut. So, Pilze haben wir. Na, komm, den einen lassen wir wachsen. Der darf weiterleben. Brauchen wir jetzt nicht. Okay, da vorne war nochmal Schwefel. Genau, ist auch da. Vielleicht kriegen wir ja wieder einen schönen Saphir raus. Das ist immer schön. No. Leider nicht. Okay. Macht ja nichts. Aber wenigstens haben wir schon mal zwei Hardwood-Bäume gesammelt. Und hier ist Eisen dran. Sehr gut. Dann haben wir ja noch ein paar Spots, wo das wächst. Genau, da sieht man ja auch schon einen. Vielleicht sogar an beiden Seiten wieder. Schauen wir mal. Ne, nur einmal. Okay. Oder? Ja, nur einmal. Okay. Entschuldigung. Oh Mann. Alles gut. So. Hui, da springt er wieder. Durchs Gesprück. Durchs Gesprück, ja. Durchs Gestrüpp. Mann. So, aber hier haben wir auch nochmal was dran. Alles klar. Ja, ich glaube, im Anschluss werde ich dann nochmal ein bisschen Palworld eine Folge aufnehmen. Da habe ich jetzt auch noch Lust und dann nochmal ein bisschen Legendaries farmen. Ich bin froh, dass es hier in Korborn noch keine Legendaries gibt. Weil das wäre dann einfach Hardcore-Farmen. Ah ja, hier kommt ein Saphir raus. Sehr schön. Okay, ich brauche jetzt nochmal einen Schluck Kaffee, Leute. So, besser gesagt Cappuccino. Okay, ja, Pilz lassen wir jetzt mal. Na du? Captain Blauzunge. Ein Rehlein. So, jetzt sind wir halt schon wieder hier. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen unterhalb von dem Wald. Genau, hier weiß ich noch eine Stelle mit Eisen. Aber hier gibt es auch was. Nee, da gehen wir nicht unterhalb. Oder? Sondern eher hier ein bisschen rum auf den Feldern nochmal, weil ich glaube, hier gab es auch noch ein bisschen Eisen. Warte mal, schauen wir mal, ob wir da schnell noch so ein Fleck finden. Hier. Okay, genau. Oh, eine blaue Tasche. Okay. Interessant. Was haben wir hier? Seltener geschmiedeter Brustharnisch. Den kennen wir schon. Ja, bringen wir dann nach Brückenwacht. Warte mal, da könnte man mal runterschauen. Da ist ja auch noch so ein Eisenvorkommen eventuell. Okay, ein blauer geschmiedeter Harnisch. Das ist doch schon mal cool. Ja, für unsere Schmiede, die dann hoffentlich
in den Streams wieder dabei sind. Die kennen die wahrscheinlich noch nicht. Ja, es sind da mittlerweile einige blaue Rezepte zusammengekommen. Das ist schon wirklich super. Also die lassen sich eigentlich schon ganz gut finden. So, hier war auch noch... Oh, super, gleich zwei. Klasse. So, und dann gehen wir doch nochmal da runter, weil da war nochmal Schwefel. So, hier sind ein paar Pilze, aber... Nee, die nehme ich heute nicht mit. Drei Stück. Hätte sich schon rentiert, aber nee, lassen wir heute mal. Genau, in die unteren Wälder würde ich auch nochmal gehen. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Hardwood. Und da oben auch noch. Jetzt schauen wir mal. Hier geht's runter, gell? Genau. Dann müssen wir hier oben rauf. Hier war noch irgendwo Schwefel. Ja. Okay. Ah, da ist auch nochmal was. Ja, doch, auf den Feldern, da findet man auch immer wieder was. Nicht nur im Wald. Das ist gut. So, und dann in den Wald da drüben. Genau. Ach, nehmen wir mal die Brücke zur Abwechslung. Aber langsam, ich meine, jetzt sind wir schon bei Folge 160, 170, ich weiß gar nicht so genau. Gehen wir langsam die Ideen für Folgentitel aus. Das wird langsam immer schwieriger, vor allem wenn wir halt immer dasselbe machen. Okay, hier hängt auch nochmal ein Brocken dran. So, okay. Dann gehen wir da. Ah ja, schön. Ach, heute rentiert sich's wirklich. Das ist doch super. Wie viel haben wir denn schon? Ah, knapp 100. Okay. Gut, und dann haben wir da noch irgendwo so ein Ding. Wo waren das nochmal? Ich glaube, da müssen wir... Hier sind Pilze. Irgendwo hier war das noch, oder? Huch. Da mal irgendwo war hier noch einer da. Genau, hier unten. Auch noch mal einer dran. Sehr schön. Gut. Sollen wir da noch mal hochschauen, ob da ein Hardwoodbaum ist? Ach, hier kommen wir nicht durch, oder? Ne, das ist... Oder? Warte mal. Ah, Gemüse, Alter. Sein Schmarrn schon wieder. Gut, so, geht's hier weiter? Och, ja, wenn man einmal unten ist, dann kommt man immer rauf. Das ist doch scheiße. Hier auch nicht. Ja, okay, komm, ist wurscht. Dann schauen wir mal da weiter. Okay. Okay, da hinten ist das Schloss. Und gehen wir einfach durch die Wälder nochmal durch. Vielleicht haben wir da noch einen schönen Baum. Einen schönen roten. Wir werden sehen. Okay. Aber halt in dem Gemüse ist es ein bisschen schwierig. Opala, okay. Aha, da sind wir wieder. Da ist sogar ein kleines Lagerfeuer. Ja, okay. Gut. Kennen wir ja schon die Stelle. Da schau da. Und dann müssen wir mal hier durch. Nicht da im Harz kleben bleiben. Das ist irgendwie nicht so gut, glaube ich. So, genau. Von hier weiter oben könnten wir eventuell nochmal einen Hardwoodbaum erspähen. Nee, aber sehe ich keinen. Da oben wäre noch eine Stelle, wo eventuell Eisen wäre. Aber da renne ich jetzt nicht extra hin. Das ist mir jetzt echt zu weit. So, Moment, ist der Ziege hier auch da? Ja, da ist er. Hallo.
Okay. Was ist das da? Ne, Baum. Einfach nur ein Stamm von einem Baum. Okay. So. Na, spring mal hier runter. Und wieder runtergerutscht. Na, deine Schuhe, die müssen auch ganz schön was aushalten. Aus die Stiefel. Mann, Mann, Mann. So viel, wie er da rumlatscht und springt und schlittert. So, haben wir hier noch einen schönen Baum. Schau mal. Aber ich glaube, hier habe ich eigentlich noch nie einen gesehen, oder? Ja, schauen wir mal runter. Macht ja nichts. Was so ein bisschen die Übersicht behalten. Nee. Schaut nicht so aus. Okay. Und hier? Na, eher mal nicht. Schau mal, warte mal. Was war das für ein Wald da hinten? Das war... Ach so, das war der untere, gell? Ja, okay, nee, da brauchen wir nicht hin. Da waren wir ja vorhin schon. Okay. Sehe ich ein X? Was war das? Ach, dann Bär, okay. Okay. Ah, da ist einer. Ah, Bärchi, was machst du denn noch hier? Okay, geh mal lieber zurück, genau. Haben wir da wieder eingesteckt für den Schmarrn? Ach, so ein Scheiß. Geh weg. Gut, feines Harz, ja. Okay, cool. Schon den dritten Hartwurfbaum. Da ist wieder ein Bär, das gibt's ja nicht. Da wimmelt's ja von den Rackern. Moment. Da gehen wir mal schnell rauf. Okay, also gibt's hier doch Hartwurfbäume. Okay, schauen wir mal. Hier noch mal ein Erz. Na, jetzt, Moment. Ohr juckt gerade. So, was haben wir hier? Nix, okay. Dann schauen wir noch die unteren Wälder ab. Diese zwei kleinen. Gehe ich jetzt da schon richtig? Worin? Ach so, ja, okay. Da hätte ich ja sowieso vorbeigemusst. Oh Mann, ey. Tausendmal da schon gewesen und trotzdem noch vorbeigerannt. Naja, was soll man machen? Was tut man nicht alles für seine Zuschauer? Nee, Schmarrn, alles gut. Hier ist schon mal kein Baum. Und da geht schon in das trockene Gebiet wieder rauf. Hier haben wir noch so ein Hirschlein. Wie weit kann man denn hin? Okay, er schaut. Und er schaut und kaut. Ja, okay, gut. Nee, lass mal in Ruhe. Ich will den nicht angreifen. Ich will auch nicht angegriffen werden. Und warum schifft es schon wieder? Oh Mann, Korban. So, da ist auch noch mal. Warte mal. Jo, sehr schön. Okay. Einer zumindest. Okay. Es wird schon wieder dunkel. Mann, 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 Mann. Okay. Noch ein Baum vielleicht. Ein roter, bitte. Okay. So, hier sehe ich auch keinen. Okay, da können wir jetzt mal wieder zurückgehen. Schauen wir vielleicht in den anderen Wald da bei uns in der Nähe nochmal. Im Nordwesten. Da war ja auch immer Eisen und so Zeug. Ja, und schon wieder mache ich dieselbe Farmroute.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so drin irgendwie. Keine Ahnung. Ich gehe diese Route halt einfach irgendwie gern. So im Uhrzeigersinn. Das fühlt sich irgendwie richtig an. So. Dann über die eingestürzte Brücke. Und hier war auch noch so ein Brocken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht durch den Wald, sondern außen lang. Und ob wir jetzt Gold finden würden oder nicht, das ist mir jetzt eigentlich relativ. Wir schauen jetzt hier einfach nochmal am Rand lang. Und nicht oben durch. Vielleicht gibt es da noch ein oder zwei Eisenvorkommen. Mal schauen. Dann werden wir ausräumen. Alles wie gehabt. So, hier könnte nochmal Eisen sein. Schauen wir mal, der war ich auch schon länger nicht mehr. Jawohl, sehr gut. Und während dem Flug die Hacke gezückt. Okay. So, und. Also, normaler Ziege. Alles gut. Gemüsetour mit Onkel Rimnia. Und du kommst nochmal schnell mit. Und warte mal. Schauen wir mal hier durch. Wo sind wir denn? Aha, da ist ein Grünauge. Warte mal, irgendwo war doch hier auch noch Eisen. Nee. Eine Arschziege. Ein Arschreh. So, Moment. Hier könnte noch Eisen sein. Ist sogar eins. Gut. Kommt da irgendwas? Ah, auch nochmal ein Grünauge. Okay. Ah, genau. Den Mondstein nehmen wir noch mit. Sehr gut. Sporen immer gern gesehen hier. Okay, dann schmeißen wir mal Schwefel raus. Ja, viel eingesammelt haben wir echt nicht. Schwefel und Mondsteinstaub und tschüss. Na, echt nicht effektiv heute. Naja, egal. Wie gesagt, Effektivität interessiert mich eigentlich gar nicht. Da gibt es andere Spieler, die dieses gern haben. Aber tja. Alles gut. So, dann räumen wir noch aus. Okay, was haben wir jetzt alle? Dann gehen wir erstmal nach oben. Wir haben Glühwürmchen. Blaue auch. Dann das Harz. Aha, Mutterkorn haben wir auch noch. Okay. Getreide und hier, wie viel haben wir da? Ja, fehlt halt auch noch ein bisschen was. Okay, Getreide. Dann gehen wir einmal rauf. Ach, schön, dass es das nicht mehr flackert. Dass es das eigentlich außer mir nie einer in Angriff genommen hat. Ich verstehe es auch nicht. So. Ja, da haben wir schon, ja. Ist halt eine geschmiedete Stiefel. Okay. Gut. Okay. Dann haben wir einen Saphir. Der kommt hier rein. Und Eisen. 135, nicht schlecht. Aber die Kiste, die kann schon noch einiges mehr vertragen. So, dann hopfen wir hier runter und schmeißen noch die Sporen rein in meine Privatkiste. Haben wir ja auch schon mittlerweile ein paar zusammen. So, wieder auf die Axt gehupft und darauf. So, wie viel haben wir denn? 49, 52, okay.
Ja, das läppert sich halt so mit der Zeit. Das ist cool, dass wir halt da die Droprate so ein bisschen erhöht haben. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder da wart. Und ich hoffe, das Let's Play gefällt euch noch. Lasst es mich gerne wissen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und Servus.